Grüß euch Leute, was geht? Also bei uns ist die Luft ein bisschen dünn. Wir sind am größten Gletscher der Ostalpen. Auf 3400 Meter ungefähr. Schaut doch richtig spektakulär aus, oder? Da drüben, der Grat pfeift direkt bis zum Großglocken auf. Und da ganz draußen seht ihr, wo die Pasterzen ankommen. Und was machen wir heute? Wir machen eine richtig lässige, coole Hochtour. Am Weg sind wir momentan auf dem Johannesberg und schauen wir mal, wie das Ganze überhaupt noch ausartet. Viel Spaß, kommt mit, und bevor ich es vergiss, wenn euch das Video gefällt und ihr das Video supporten wollt, Daumen nach oben oder auch nach unten da lassen. Und diejenigen, die in Zukunft nichts mehr verpassen wollen, Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Es kommen in nächster Zukunft sehr viele coole Touren und coole Videos. Durch die Sonnenbrille ein bisschen runter, dass ihr es seht, aber ich kann die Augen nicht gescheit aufmachen. Es ist so weiß. Pulver überall! Gehen wir! Bevor ich es vergiss, mein Seilpartner ist der Markus. Der hat gestern Geburtstag gehabt. Wünscht es ihm gleich einmal alles Gute. Da vorne steht er. Dankeschön. Ob da das Ende für die Sandalentouristen. Schlüsselstelle. Den ersten Zustieg kennt ihr. Geht jetzt in Richtung Wasserfallwinkel zurück. Das habe ich mit dem Sebastian Fuscher Karkopf Nordwestgrad super dokumentiert. Oben unten in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr euch noch dem Video anschauen. Markus geht schon auf unser Ziel zu, in Bildmitte Johannesberg. Ende vom Gamsgrubenweg und von da geht es jetzt an Richtung Oberwalderhütten. Da drüben seht ihr wunderschön Großglockner und da vorne auf der Aussichtsplattform die Oberwalderhütten, unser erstes Ziel. Und im Wasserfallwinkel ist halt einfach immer brutal gewaltig schön. Markierter Weg, mittlerweile ausgeappert. Also der Zug ist echt wunderschön. Gestern immer so am Gletscherschiff entlang im Panorama vom Glockner. Und da vorne ist der Wasserfallwinkel, beziehungsweise noch weiter vorne die Franz Josefs Hech. Und vor uns tut sich jetzt auch schon Blick auf die Oberwalder hinten auf. Da drüben, falls das Herz ist, der Hufeisenbruch, weil der hat die Form von einem Hufeisen. Und wir queren jetzt den Gletscher vermutlich kurz links außen und nachher geht es wieder durch die Felsen rauf. Kurze Gletscherquerung. Nicht leer, buchmäßig, gell? Ohne Klettersteigset. Genau. Gewaltig. Ah, schön. Ja, Wahnsinn. Brutal. Da ist unser Ziel. Yeah.
Super. So Leute, und da drüben, das ist der Nordwestgrat, Fuschelkorkopf, haben wir schon gemacht. So, was sagt ihr da Leute? Ist doch brutal, oder? Hinter uns der Glockner, neben uns der größte Gletscher der Ostalpen, vor uns das Ziel Johannesberg, rechts die Riffe, da sind auch ein paar so Tutteln. Schauen wir mal, auf was für eine Tutteln, dass wir da heute so aufdutteln. So, let's go! Wir sind jetzt an einem Gletscher, am größten Gletscher der Ostalpen. Und jetzt geht die Gletscherwanderung los. Markus geht rauf voraus, aber gehe ich voraus. Abstand haben wir ein bisschen mehr als 10 Meter. Machst du gleich einmal einen Meter, da hinten sind wir her. Und ja, wie man sieht, ich stehe gerade auf einer Spalte oben. Aber ja, der Markus ist ganz gechillt da vorne. Er hält mich auf, hat er gesagt, falls das ganze Zeug euch herumgeht. Aber wie gefällt es euch da? Das ist doch, also ich finde es genial da, mir taugt es. Ja, gehen wir am Gletscher dahin. Und schön ist. Bis jetzt ist es relativ unspektakulär. Der Vierergang ab jetzt steil auf. Wir haben einen, unter anderem auch deswegen einen Helm auf, weil du gehst da unter einer Gefahrenzone durch und der Markus hat den gerade gesehen. Da oben ist gerade ein Sturm runter. Also das schadet nicht, dass man einen Helm aufhält, auch wenn, natürlich, wenn da jetzt ein größerer Brocken ausbricht, dann hilft der Helm auch nichts, wenn dich der erwischt. Aber mei, safety first, besser gescheit ausgerüstet, als zu wenig dabei haben. Durchbrochen! Spaltner, halt! Ja, da ist ein Spaltner. Da draußen ist. Da ist die Pasterzen aus. Bist du da durchgebrochen, oder wer? Ja, weggebrochen. Da seht ihr das drum. Also, auch wenn das ein Pipifax-Hatscher ist, aber zum Aufpassen ist schon. Gehst du einen Schritt? Danke. So, da ist jetzt so ein Randspalten, wo ich gerade drauf bin. Schneebrocken hab dabei. Sehr gut. Thank you.
Warte mal, Markus. Den Krater schauen wir uns an. Ja. Sofort. Ja, bergheil vom Johannesberg, 3450 ungefähr ist der hoch. Es ist extrem schön da herum. Wir haben gerade eine Pause gemacht. Dann sind wir gerade am Überlegen, wie wir weiter tun. Da Eiche geht die Nordostwand. So 45 Grad steil macht aber relativ wenig Sinn bei dem wachen Schnee da oben gehen. Die Riffe um mich schaut ganz gut aus. Das Kerzen gerade vor uns. Und da geht es Richtung Venediger um mich. Wir werden jetzt auf jeden Fall da Kerzen gerade vorne gehen. Vorne oben, das Ganze einmal unten. Und dann schauen wir mal, ob wir auf die Riffe, ob wir es da nochmal aufpacken. Cool war es schon. So, jetzt geht es da das Firnviertel runter. Das ist eine ziemliche Abkürzung im Vergleich zu vorher. Vorher sind wir da die Spur außen umgegangen. Ist aber auch nicht richtig steil. Vielleicht so 30 Grad ein bisschen drüber. Auf jeden Fall eine schöne Abkürzung. Vorhin sieht man jetzt auch, wird wahrscheinlich noch Gewitter kommen. Da türmen sich die Wolken schon auf. Und man muss halt nachher schauen, wie hoch das sind und wie sich die Wolken bewegen. Bei uns, für uns ist dabei noch kein Problem, falls wir da umgehen sollten. Das nächste Ziel ist der Firngipfel da vorne. Schauen wir mal, wie der heißt. Schreibe ich euch dann unten rein. Halt, da ist ein Spalt. Pass auf, dass der Franzi nicht reinfällt. Also ich sag's euch, der Gletscher hat echt Dimensionen. Brutal. Ja, vor dem Tutten da hinter mir, da kommen wir her. Und jetzt sind wir bald in der Scharten rum zwischen den nächsten zwei Bergen. Und spaltig ist es ein bisschen. Gewaltig, sag ich da. Gewaltig. Ah, herrlich. Bergheil, Markus, vom nächsten Duttel. Bergheil, Leute. Bergheil, super. 3000 und Nummer 2. Keine Ahnung, wie er heißt. Aber irgendwann wird es schon sein. Und da hinten kommen wir her vom Johannesberg.
Leute, schaut einmal, wie schön das bei uns im Salzburger Land daheim ist. Wahnsinn! So schön. So schön. Der Franz redet mit sich allein. Franzi, wink einmal. Juhu, ich bin am Berg. Was tust du denn da? Einen Sonnenbrand holen, oder? Ja, genau, Sonnenbrand holen auf jeden Fall. Es ist so geil, Wahnsinn. Voll. Die Landschaft ist schon. Hat was. Ah ja, und ein guter Tipp, nehmt euch mehr zum Trinken wie ich. Nur ein Liter Wasser dabei und ein halbes Bier. Ich glaube, das Bier wird mich noch retten. Ah, das klingt noch heiß. Überschreitung vom nächsten Mugel. Viel Schnee ist da. Gut, dass ich ein Gletschergams bin. Ja, also da hinten oben vor dem Muggel kommen wir her. Da sind noch ein paar so. Aber uns reicht es für heute. Wir gehen jetzt da oben. Da sind so einige Spalten, sieht man vielleicht eher im Video. Und da vorne, wo die 5er Seilschaft geht, da werden wir das Ganze anvisieren und nachher links zur Hütten. Und vielleicht vorher schon ein Bierli uns genehmigen, oder? Unbedingt. Unbedingt, und dann machen wir ein Resümee. Genau so schaut es aus. Ja, nach 15 Kilometer und 10 davon am Gletscher haben wir es jetzt geschafft. Wir sind retour. Also wir sind vorher da um. Auf der linken Seite, links vom Felsen vorbei, von der Hinterseite auf den Johannesberg rauf. Durch die Schneeflanken runter. Dann sind wir den ganzen Gletscher umgequert. Und dann da rauf, auf die zwei Muggel. Und jetzt sind straight ahead über den Gletscher retour. Und ich sag's euch, 3 Minuten entfernt ist die Hütte. Ne? Aber es ist einfach so, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und ich muss jetzt ein Bierli trinken, weil sonst schaffe ich das nicht mehr, da vier zu hitten. Keine Chance, so schaut's aus. So. Prost Markus! Tschüss! Prost Leute! Gut. Haben wir uns verdient, oder? Zeit. Bier auf 3000! Boah, geil! Alter! Ich glaube, ich konnte aufs Matterhorn aufrennen. Aber nicht jetzt! Nimmer halt!
Ja Leute, also mittlerweile wissen wir auch, wie der zweite 3000er, den wir gemacht haben, geheißen hat. Freut mich besonders für das Aleva 3000 einen Berg bestiegen, der noch von niemandem bestiegen worden ist in dieser Saison. Schatzeitköpfel hat der Gipfel geheißen, wo wir waren. Also wir waren fix drauf, weil wir waren auf allen drei Erhebungen oben. Auf jeden Fall, wir sind da jetzt unterhalb von der Oberwalder hinten und ich mache da jetzt ein kleines Resümee. Die Tour hat bis daher über 16 Kilometer gehabt. Jetzt müssen wir noch über 5 Kilometer da rausgehen. Höhenmetermäßig ist es nicht viel. Es sind nur ein bisschen mehr als 1300 Höhenmeter, aber du machst dann im Endeffekt über 20 Kilometer. Und davon über 10 am Gletscher, am größten Gletscher der Ostalpen. Also das ist schon eine bombastische Geschichte. Technisch war es nicht schwer, Markus, oder? Nein. Nein, überhaupt nicht schwer. Also technisch war da nichts dahinter, ja, aber landschaftlich war schön. Landschaftlicher super. Traum. Heiß war's. Gletschererfahrung. Wetter hat ausgehalten. Wetter hat Gott sei Dank ausgehalten. Aber was es schon braucht, schaut einmal da, Gletscher wird zerrissen, dass der ist. Man braucht da definitiv Gletschererfahrung. Also die erste Hochtour sollte das nicht sein. Geht es in einer eingespülten Seilschaft die Tour und nachher genießt es so richtig. Dann habt ihr die gleiche Garde wie wir zwei, gell? Ja. Und da oben können wir empfehlen Kaiserschmarrn. Mit Weißbier. Ja, genau. Und ich empfehle einen Radler dazu und vorher noch eben ein Bier. Das fährt so richtig gut rein und dann ist man so richtig gut drauf. Das ja. Stimmt, ja. Weil dann kannst du so richtig gut Räuche stöpern. Nein, Scherz beiseite, wir sind nicht rauschig. Also wir sind zurechnungsfähig. Bewertet das Video, Daumen auf, Daumen oben. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wir haben nämlich morgen was geplant. Da vorne ist der Grat. Wir haben uns informiert. Wir probieren es, den Freiwandgrat. Er sollte gehen. Und das schauen wir uns morgen an. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocken aktivieren. Und auf der Seite, wie immer, geht es zu den nächsten Videos. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, unten rein ins Kommentarfeld. Bis zum nächsten Mal. Servus. Berg heil. Bleibt's geil. Geil. Jawohl. Welche? Okay.